Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy XV. Wir müssen hier weitermachen und den Kristall finden. Leider denkt sich der Foras hier, der hat sich kurz verwandelt in seiner hässlichen Form, denkt er sich, ja, halten wir die beiden Helden mal auf. Oh, warum muss er sich extra so hässlich machen? Oh, ich habe glaube ich gerade geblockt. Das war gar nicht schlecht. Och nö, hol doch jetzt nicht ab. Alter. Oh, ich kann eine neue Attacke machen. Jawohl, die hat echt viel Schaden gemacht. Ja, wo kommt er? Wo kommt er? Ja, da hinten. Vorsicht, Ignis, nicht absterben. Ja, dasselbe sollte ich bei mir auch mal sagen. Gibt nicht mehr viel Leben. Okay, langsam mal einen Heiltrank benutzen. Jawohl. So nämlich. Und Kreisattacke. Ich höre ihn nicht mehr. Ist er tot? Nein, weggelaufen. Was auch immer das war. Ein Siecher, der vom Kristall besessen ist. Ich denke, der Kristall vernichtet die Siecher. Das war nur eine Vermutung. Aber darüber denken wir später nach. Ja, erst müssen wir Prompto und Noct finden. Und zwar schnell. Ich fürchte, dieses Biest hat es jetzt auf Noct abgesehen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Nicht alle von euch haben überlebt. Was? Noct. Verdammt nochmal. Wir müssen uns beeilen. Sonst ist Noct gleich Geschichte. Nein, doch nicht da lang. Ja, hier ist eine Sackgasse. Hinter euch. Umdrehen. Sind hier überall Kameras oder was für ein Scheiß? Ja, sieht der hier wirklich genau jeden Schritt? Entlang. Wem gehört wohl dieser lieblose Körper, mit dem ich hier spiele? Wollt ihr es gerne wissen? Hier entlang. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Nee, hier nicht lang. Ach, hier lang. Dieser Mistkerl, was soll der? Hörst du das? Was denn? Da, das war Nocts Stimme. Gladio, hier lang. Hey, Ignis! Kapitel 13, Gladios Route beendet. Von nun an kannst du den Spielstand wieder speichern. Allerdings ist dies vorerst nur in Söldnerbereitschaftslagern möglich. Was sind denn Söldnerbereitschaftslagern? Gegenstände, die du auf Gladios Route gefunden hast, werden verworfen. Die Parameter der Gruppe werden auf deinen Zustand vor Beginn der Route zurückgesetzt. Gut. War ja sowieso nicht lang mit Gladio. Achso, ist wahrscheinlich automatisch schon gespeichert. Egal. Ich fürchte, du sitzt in der Falle. Noch eine Falle! Nochmal. Habe ich meine Fähigkeiten? Ja, ich habe den Ring. Leg einen Zahn zu, oder bist du zum Vergnügen hier? Digga, was soll denn das hier für Spielchen? Fuck, fuck, fuck. Ja. Mist, Mist, Mist! Bist du das? Was? Ja! Wo bist du? Ignis! Gladio, Ignis! Holt mich hier raus! Oh, verdammt nochmal! Ja, was jetzt nun? Hallo? Spiel?
Da! Nein, noch! Ja. Ladio, schalt es ab! Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Bist du dir sicher? Ja, ich glaube, es ist der Grund, warum wir hierher geführt wurden. Hey Leute, ich krieg gleich Platzangst. Digga! Oh, das wurde so eng. Das war knapp. Wie seid ihr hierher gekommen? Gern geschehen. Ja, ja, danke. Nachdem wir draußen von dir getrennt wurden, hat Aden uns hierher geleitet. Der Mistkerl spielt mit uns. Aber wenigstens sind wir wieder zusammen. Alle bis auf Pronto. Ach, wie schön. Endlich nicht mehr alleine, was? Aber was ist mit Pronto? Ohne ihn ist eure Gruppe doch nicht vollständig. Keiner uns oder gewährst du mir die Bitte, in eurem Bunde der Vierte zu sein? Niemals im Leben lassen wir dich hier in unserer Gruppe ein. Da scheint jemand drin zu sein. Fragt sich nur, wer? Finden wir es mal heraus. Hoffentlich ist es nicht wieder eine Falle. Das! Prompto! Bist du sicher, dass du da lang willst? Ach, wie langweilig. Unterhalte mich! Pronto! Hey, alles okay? Pronto, bist du verletzt? Nein, keine Angst. Noct, vielen Dank. Oh. Noct, hast du dir Sorgen um mich gemacht? Hey, natürlich. Was soll denn das für eine Frage sein? Blöde Frage. Natürlich habe ich das. Ich wusste, dass du kommst. Ich hab fest daran geglaubt. Pronto. Ich hab mir gesagt, dass ich nicht sterben darf, ohne dir zu sagen, dass du mir vertrauen kannst. Vergib mir. Ach was. Ich wusste, du kommst. Oh, das ist doch schön. Die Truppe wieder zusammen. Gut, die Maschine finden, die Noctis Kräfte hemmt. Gott, irgendeine Maschine gibt uns keine Kräfte mehr. Dann müssen wir ausschalten. Okay, Jungs. Beine heben, das ist noch nicht vorbei. Anscheinend müssen wir jetzt hier geradeaus. Ach, was für ein behinderter Komplex, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Okay, jetzt hier links. Und dann rechts. Knocked. Und dann nochmal links. Hörst du das? Was denn? Dasselbe Geräusch wie im Zug. Unmittelbar, bevor du keine Waffen mehr beschwören konntest. Es ist ganz nah. Was für ein Geräusch? Vielleicht kriegen wir so deine Kräfte zurück. Wir sind nah. Ist es das hier? Abgeschlossen. Das Geräusch kommt von drinnen. Wir müssen da rein. Aber lasst mich... So etwas haben sonst eigentlich nur M.I. Ach wirklich? Habe ich noch nie drauf geachtet. Noct. Ich bin aus Niflheim. Aber auch wenn ich hier geboren wurde, fühlte ich mich nie mehr zu Hause als mit euch zusammen. Ihr seid mehr als nur meine Freunde. Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest. Du musst dich nicht erklären. Wir vertrauen dir, Pronto. Danke. Ich hatte Angst vor meiner Vergangenheit. Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt. Ja, stimmt. Verhältst dich ja auch nicht wie einer. Genug jetzt. Komm, mein luzischer Freund. Bist einer von uns. Das wäre also vom Tisch.
Oh, diese süße Charakterentwicklung. Ich liebe es. Gut, muss hier ausmachen. Ich gebe meine Kräfte wieder. Hat's funktioniert? Die Maschine steht still. Noct, sind deine Kräfte zurückgekehrt? Na komm, probier's aus. Okay, mal sehen. Jawollo! Also. Alles beim Alten. Ein Pack. Hey. Gehen wir. Noctis hat seine Kräfte zurückerlangt. In Söldnerbereitschaftslagern kannst du nun wieder Umbra rufen, um in die Vergangenheit zu reisen. Warum sollte ich jetzt nochmal in die Vergangenheit reisen? Schon wieder. Oh, hallo. Von dir? Wie random kam er denn? Ja. Ich hab den gerade richtig viel Leben abgezogen. Weil hier. Schild das Elixier ab. Ach, aber der Ring. Jetzt sieht auch meine MB aus. Das ist nicht so geil. Deswegen nehme ich mal lieber das Schwert. Wahnsinn! Okay, leider müssen wir jetzt nur mit den Königswaffen kämpfen und das ist blöd, weil ich verliere damit nur mein Leben. Kurz mal hier mich aufheilen. Du kannst tatsächlich noch kämpfen. Ich versuche es zu eine Schwachstelle. Jungs. So, ich ziehe ein bisschen Elixier ab. Und weg! Ah! Hat nicht so ganz geklappt. Ah ja, nicht mehr viel, nicht mehr viel! Jawollo! Okay, aber hier ist noch Utufu oder wie dieses Ding heißt. Mir ist es egal, es soll sterben. Wieder aufladen, warte mal. Kann ich mal hier rauf? Da. So, aufgeladen. Schön wieder Leben abziehen. Deine Kräfte sind jetzt meine. Oh, oh. Ausgelöscht. Gut, wo müssen wir denn lang? Darüber, glaube ich. Oder ist es überhaupt richtig? Ich weiß gar nicht, wo lang. Karte. Nee, wir müssen auf die andere Seite. Ja. Stimmt, hier war doch der Kampf gegen... Ach, Digga. Ich renne jetzt hier durch, ist mir doch egal. Natürlich sind die... Ach, Mann. Natürlich sind die Türen versperrt. Komm, jetzt lass mich mal durch hier. Du trägst ja den Ring. Ich musste. Keine Waffen, keine Freunde, keine Wahl. Einer von uns muss ja schließlich den Kristall finden und die Welt retten. Und natürlich auch euch drei Knalltüten beschützen. Gesprochen wie ein wahrer König. Wird auch Zeit. Der Ring ist eine schwere Bürde. Doch du musst sie nicht alleine tragen. Ja, unsere Waffen haben wir zurück. Gemeinsam schaffen wir das schon. Ja, das schaffen wir. Wie ist dieses Sprichwort? Einer ist keiner? Nee. Nee, alle für ein. Einer für alle. Ach, der, diese kleinen Viecher, die gehen am meisten jetzt auf den Sack. Ich hab eine MP-Stase, scheiße. Gladio! Und Abflug! Mist! Ey, Digga, verdammte MP-Stase, die geht mir so auf den Senkel. Help me! Danke. Was
Radio, bitte. Übernimm mal. Da! Yeah! Ist der vergiftet oder was? Na, jetzt nicht mehr. Wir können weiter. Gehen wir weiter. Und nun zum Kristall. Der ist leider weggesperrt. Zum Glück kann ich hier alle Türen mit links öffnen. Endlich bist du für was nützlich. Ich geh gleich. Alter. Endlich bist du mal was für nützlich. Alter, chill doch mal. Ich hab nur einen Ring. Leute. Ja, diese Viecher, die gehen mir so auf den Sack. Okay. Haben wir. Nee, Ignis ist am Sterben. Alles in Ordnung, Ignis? Ja, geht schon. Der Kleine hier noch. Oh komm. Tötet ihn. Ey Leute, ist das so schwer? So. Ich brauche eine Pause. Hoffentlich sind Bix und Wedge in Sicherheit. Was ist denn passiert? Wir wurden unterwegs angegriffen. Ach was. Die beiden kommen schon klar. Hoffe ich mal. Scheiße, ich bin in falsche Richtung gelaufen. Ey, Digga, hier komme ich doch gar nicht mehr hinterher. Und wo habt ihr den Regal ja gelassen? Draußen. Notgedrungen. Er hat einen Totalschaden. Aber er hat uns bis zum Schluss beschützt. Er ist einfach wie der Hund. Der folgt einem immer wieder. Oh, geil. Jetzt kann ich mich, wo ist der Lift? Hier kann ich mich wohl komplett nochmal ausrüsten. Das werden wir, glaube ich, auch nochmal machen. Vor allem Tränke. Erstmal verkaufen. Ja, ich mach den Scheiß mal kurz und dann einen Cut später. So, ich habe ordentlich mal eingekauft. Dann laden wir ja auch noch mal ein paar Elemente auf. Hier das Feuer. Ja. Haben wir maximal. Haben wir Strom auch maximal? Jawohl. Blitz, Feuer und Eis haben wir alles drinne. Genauso wie jetzt Tränke. Also ihr seht schon 35, 8 Phönixfedern, 14 Elixieren und 30 Supertränke. Ich hoffe, es reicht. Nacht! Kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Nö. Mann, ich will jetzt fertig sein, langsam. Das zieht sich hier alles. Der schon wieder. Das ist kein Idolas. Kein Wunder. Gladio! Der Kaiser muss sich so hässlich machen. Zu viert ist das alles klar. Ich würde das jetzt nicht sagen. Danke, Gladio. Wegen dir bin ich ja schwer fast tot. Mehr hast du nicht zu bieten. Alter,
Wie viel Schaden machen Sie bitte? Dario! Was? Ich bin komplett down? Ja, moin. Könnte. Verzeih. Ach, Digga, das ist doch Bullshit hier, Alter. Komm, dann benutze wieder den Ring. Wirkungslos? Ach, halt doch die Fresse. Ey, das ist doch wieder... Mann, was ist das denn? Komm, einer heilen. Willst du mich jetzt verarschen? Oh, bitte. Was ist das denn jetzt hier? Als wenn er so 300 Mal mehr stärker ist als ich. Och, was ist das für ein Bosskampf? Geil, Bronze auch tot. Meine Fresse. Warum krepieren denn jetzt alle? Wirkungslos. Moin. Verzeih. Digga! Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Steh doch bitte auf. Danke. Warte, warte, warte. Gladio! Gladio, bitte nochmal angreifen. Ja. Die ganze Zeit teleportiert. Gladio! Nochmal angreifen, bitte. Das ist ein belastender Boss. Komm, 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 jawohl. Halt die Fresse, bitte. Halt einfach die Fresse. Der Kristall wird unser Reich segnen. Sei bitte einfach still. Mich zum Herrscher der Welt machen. Oh mein Gott, okay. Ging der auf den Sack. Auf zum Lift. Zeit für den Schlussakt. Wir sind am Hangar. Wow, riesig. Kommen wir von hier aus... Ich glaube, es kommt nochmal ein Bosskampf. Zentrallift? Durch das Tor am anderen Ende. Das schreit doch noch nach Bosskampf. Ach, Euer Majestät, nicht mehr weit bis zu eurem geliebten Kristall. Als Belohnung für deinen bisherigen Erfolg habe ich ein Wiedersehen mit einem Freund arrangiert. Beinahe hätte er zu deiner Familie gehört. Er ist zum Sicher geworden? Verdammt! Zu einem hässlichen Sicher. Ach, warum... Warum machen diese Sicher einen immer so hässlich? Hallo? Ah, ich muss nochmal in den Kampf zogen. Ich pass auf ihn auf. Alles gut. Okay, ich heile mich kurz. Genauso wie ich Ignis... Ich kann die anderen nicht mal heilen. Warum kann ich die anderen nicht heilen? So, what the fuck? Warum kann ich nur Gladio heilen? Ich kann die anderen nicht heilen. Ja, moin. Ziehen jetzt erstmal schön das Leben ab. Stufe 44. Oh mein Gott. Ja. So, kurz wieder aufladen. Gladio. Greift werden das mal an. Und Abflug! Ja, auch mal treffen. Hier sind die Fenster. What the fuck? Ich konnte. Alter, Ravo, chill. Ich geb den anderen erstmal Leben. Aber Ravos, what the fuck? Alter. Eine Schwachstelle. Hey, Ravos. Weißt du nicht mehr? Ich bin's, Noctis. Dein Freund. Ich war mal mit deiner Schwester zusammen. Das klingt sehr falsch. Kommt du, schieß mal in seinen Kopf. Vielleicht bringt das was. Und jetzt nicht bewegen.
Digga, ich mach so wenig Schaden. Was ist das denn? Das wird ewig dauern. Moin, Ignis ist wieder am Arsch. Gut, dass ich noch davor eingekauft habe. Boah, der macht wieder seinen Schwertangriff. Alter! Okay, Ignis ist wieder am Boden. Am besten kann ich Konto wieder reinschießen. Bitte beende es. Keine Sorge, das werden wir. Gladio! Bomto? Wieso muss ich eigentlich auch immer auf die anderen aufpassen? Scheiße! Das wusste ich doch, dass das irgendwann passiert. Rohrbeigriff. Gladio! So. Als ob der jetzt gestorben ist. Ich flippe aus, Digga. Ich hab nur noch 5 davon. Was ist das schon wieder für ein Bosskampf? Vielen Dank.